Also, ich verwende Ton, habe aber auch natürlich Schnitzen und Steinbildhauerei gelernt und Grafik. Und da verwende ich vor allem auf Papier und dann nehme ich Buntstifte, wasserfeste und Kreiden. Meistens beginnt das mit der Zeichnung und manche, da versuche ich dann auch Ideen zu sammeln für Skulpturen oder auch was auszuarbeiten für Skulpturen. Oder ich habe einfach mein Thema, das ich zurzeit vor allem habe, gesichtsblind und arbeite damit. Der Titel dieser Ausstellung lautet Faces and Faceless. Ja, ich sehe kein Gesicht und ich erkenne die Gesichter als solches nicht. Ich erkenne Menschen an vielen Dingen, aber nicht am Gesicht. Die Leute wollen dann wissen, warum ich überhaupt ein Gesicht machen kann. Ja, ich kann einzelne Details sehen und ich weiß auch, wo Augen, Nase und Mund sind. Und da verwende ich sehr viel Liebe dafür oder wahrscheinlich sogar deswegen, weil ich mir schwer tue und entwickle ein Gesicht. Im Winter fliege ich gerne auf die kleine Kanareninsel La Palma und da arbeite ich natürlich auch, aber nur grafisch und da denke ich dann schon nach, was ich dann in Wien machen könnte. Da freue ich mich dann schon auf Skulpturen, weil das mache ich unten nicht und mache mir auch schon verschiedene Entwürfe. Dort habe ich auch die Art entworfen, wie kann ich ein Gesicht darstellen, das man nicht sieht. Thank you.